so abstrus hier. Ich weiß nicht mehr, nicht mal mehr, was das war in der anderen Welt. Gute Idee, da hineinzufassen. Ah, das war der Automat mit der warte, was habe ich heute mit den Wörtern? Mit der Klaue da. Der Klaue, ja. Der hat auch keinen Ausschnitt. Ausschnittschaden. Eine Maske. 1 von 5. Okay, da müssen wir noch etwas suchen. Und da ist wieder der Schatten. Wer bist du? Mach mir keine Angst. Ich will gar nicht wissen, was... Ich will gar nicht wissen, was sich in den Kisten befindet. Wieso nicht? So schlimm kann es auch nicht sein. Im Gegensatz zu dem, was wir hier alles sehen. So, wir gehen mal zu dem Schießstand. Funktioniert er in der Hölle? Das Luftgewehr ist defekt. Ich könnte ein anderes Gewehr an diese Kabel anschließen. Zum Beispiel ein echtes. Nur braucht das kein Kabel. Ein anderes Gewehr. Was ist das? Adam und Eva. Was war das? Zwei nackte Dai. Eine Miniatur, ein Miniaturtheater. Ich muss ein paar Scherenschnitte hinzufügen. Ah. So, so, so. Juhu. Wähle die korrekten Scherenschnitte für die Szene unten und finde eine passende Biene für beide Szenen. Die korrekten Scherenschnitte für die Szene unten finde eine passende. Was? Bahnhof? Das sieht nach Ritual aus, das nach Höllenfestung. Ja, keine Ahnung. Mal für die Kuh wird er logischer. Irgendetwas Landwirtschaftliches. Der passt da perfekt. Der frisst zuerst die Frau und dann die Kuh. Das passt perfekt. Den Alligator. Na gut, lassen wir mal den Bärenbusch da. Oh, ich sehe gerade. Eine Kuh kommt nicht auf das Podest. Das Podest ist... Das passt. Das passt perfekt. Nein, der Löwe wahrscheinlich. Der Löwe, der durch den Ring springen muss. Und der Dompteur. Im Zirkus. So, das sollte passen. Die Lady da? Nein, scheiße, das verändert ja das untere. Entschuldigung. So. Das passt doch einigermaßen. Das muss wahrscheinlich alles Zirkus sein, so. Alter, wie gemein. Es war gerade die Szene, als er den Fehler machte und das größte Unglück seines Lebens beging. Alter, wie gemein das gerade ist in diesem Spiel. Was ist das? Ich habe noch kein Gewehr. Wartet. Ohne Gewehr kann ich nicht spielen. Warte, ich will ein Gewehr. Ich will schießen. Spiegelkabin. Gestalt, da ist Schatten. Das gehen wir zuerst ins Spiegelkabinett. Jetzt gar noch Blut zwischen den Zähnen. Diese Pflanze ist aber ganz schön angriffslustig. Vermutlich hat sie Hunger. Wirf dich doch mal hinein. Dann kannst du sie überprüfen. Oh je. Na gut, was ist so ein Ding? Fotos, Schädel und Gartenschere und Schwertgriff? Glaube ich nicht. Ich brauche etwas Scharfes, um die Äste durchzuschneiden. Sehr gut. So, dann geht's gleich weiter.
Dem Kollegen geht's, glaube ich, nicht mehr so gut. Aber er lacht wenigstens noch, wenigstens etwas. Ich kann den Gehängten erst durchsuchen, wenn ich ihn losgeschnitten habe. Wow, Alter. Das ist mir ein bisschen zu nah, Schattengestalt. Alter, schaut euch das an. Alter, hier kommen Skeletthände aus dem Abgrund. Alter, Apokalypse. Wie süß, den will ich auch zu Hause, so ein Schädel. Klapp, klapp, klapp. So, wir haben ein weiteres Foto. Da ist auch noch ein Schädel und da ist die Gestalt da hinten. Meinst du, ich sehe dich nicht, oder was? Ich muss die drei fehlenden Karten finden und sie an die richtige Stelle legen. Zwei haben... Ah, wir können erst alle drei einsetzen, also wenn wir alle drei haben. Na gut. Der Türklopfer fehlt. Oh ja, diesmal ist eine andere Tür. Und der Teppich ist eine Zunge. Sicher noch feucht. It's her! She's following us! Leave us alone! Next time! So tötet er uns nicht schon jetzt. Ich meine, die Fähigkeit dazu hätte er, glaube ich. Oh, mir fällt gerade etwas auf. Oh, oh, Entschuldigung. Oh. Wir lesen das gleich mal nach. Sobald das Orchester wieder aufhört spielen. Eieiei. Ich bin gerade eine Laserstunde am Machen, da brauche ich das nicht. Seltsame Spiegelungen. Die vermisste Frau scheint auf der anderen Seite der Spiegel gefangen zu sein. So seltsam wie es klingt, das ist die einzig plausible Erklärung für das, was ich gerade gesehen habe. Es sieht so aus, als könne man durch die Spiegel in die Spiegelwelt gelangen. Aber wie genau? Das weiß ich inzwischen. Rette den Wahrsager. Ich muss den Wahrsager befreien, indem ich die Griffe finde und die Schwerter aus der Kiste ziehe. Vielleicht kann mir der Affe wieder helfen. Und dann werde ich herausfinden, warum Jim Gibbons diesen Hellseher durchbohrt hat und aus dem Zelt gestürmt ist. Verfolgungsjagd. Ich muss Susan Jones entführen, Jim Gibbons und der vermummte Fremde in die Spiegelwelt verfolgen, um herauszufinden, warum sie festhalten. Der seltsame Spiegel im Haus der Ängste scheint als Portal zwischen den Reichen zu dienen. Fluchtweg. Ich muss einen sicheren Durchgang zwischen der Spiegelwelt und der realen Welt finden, sonst bleibe ich zusammen mit Susan in dem verzerrten Reich gefangen. Großes Tor, so, da sind wir gerade. Ich hatte Jim Gibbons und seinen mysteriösen Freund beinahe eingeholt, doch dann konnten sie fliehen. Der vermummte Fremde hat aus dem Boden eine Wand heraufbeschworen. Ich muss das Tor öffnen und Susans Entführer in einen anderen Teil des Jahrmarkts verfolgen. Und da brauchen wir wahrscheinlich die Schädel, wie ich gerade sehe. Das sieht geil aus, der oben links sieht geil aus, mit dem runden Maul. Und der in der Mitte, voll das Smile, als wäre gerade auf Drogen. Und jetzt hau mal ab, Gestalt, du machst mir Angst. Das war vorher der Phantomime, jetzt ist es ein komischer Centaur oder... irgendetwas anderes, ein Dämon auf jeden Fall. Handschuh mit Klauen. Alter, wie soll man da was finden? Alles so düster. Handschuh mit Klauen, das ist der. Oh oh, Freddy Krüger ist hier. Nein! Scheiße, nicht der. Schulterklappe ist wahrscheinlich das auf der Schulter. Morgenstern. Ach, was für schöne Objekte wir heute finden dürfen hier. Tarotkarte. Was ist eine Tarotkarte? Das sieht wie eine Karte aus. Dann wird das diese sein. Sieht ein bisschen tarottig aus. Stoßzahn. Wo haben wir denn Stoßzahn? Ich sehe hier eine alte Bohne oder ein Kokon oder was das auch immer ist. Aber Stoßzahn. Das ist kein Stoßzahn hier, oder? Ne. Ist das ein Stoßzahn? Das ist eine Kette, wollte ich eigentlich nicht anklicken, aber gut. Ich meine eigentlich das hier, das ist ein Messer. Okay, das ist auch kein Stoßzahn, auch gut. Der hat hier Stoßzähne aus dem Schädel ragen.
Okay, das geht nicht. Armband. Okay, das ist kein Armband. Ein bisschen groß. Ja. Ja. Wo haben wir denn sonst ein Armband? Da glitzert was. Ein schöner Kopf. Nein, eigentlich der hässlichste, den ich je gesehen habe. Den brauchen wir für die Büste. Wo ist denn hier eine Büste? Die Wüste Büste. Wo zum Teufel ist hier eine Büste? Bin ich blind? Ah, da wahrscheinlich. Alter, der Kopf ist viel zu klein. Alter, habt ihr das gerade gesehen? Der Kopf war viel zu klein. Voll das entstellte Büsten-Dings. Speer, ist das ein Speer? Nein. Ist das ein Speer? Nein. Ist das ein Speer? Ja. Schlange ist hier. Beutel habe ich auch gesehen. Ist da. Stoßzahn und Armband. Wo haben wir denn das? Da ist ein komisches Ding, das da hervorragt. Da ist ein Armband. Und jetzt noch den Stoßzahn. Ist das ein Stoßzahn? Nein. Das ist eben die Bohne hier. Das ist ein Stoßzahn im Schädel, logischerweise. Und wir kriegen die letzte Karte. Es fehlt eine Figur. Dann können wir mit dem lustigen Höllenkarussell fahren. Masken scheinen die Schlüssel zu dem Tor zu sein. Eine haben wir. Ich würde sagen, dann setzen wir mal die Karten hier rein. Das war das Zelt, oder? Ja, das war das Zelt hier. Und jetzt? Das sind Adam und Eva tatsächlich. So, das war extrem schwer, das Rätsel. Das übersteigt meinen Intelligenzquotient. So. Bei weitem. Dies geschieht mit Personen, die sich einmischen. Was für eine schaurige Warnung. Ich hoffe, ich ende nicht wie dieser arme Kerl. Das ist der Typ mit den Schwertern. Oh oh. Was haben wir hier? So wie der Leichnam durchbohrt ist, erinnert er mich an den Wahrsager. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Nein, da das eine verzerrte Version ist, ist es noch nicht zu spät. Auch wenn der andere von 4 Messern durchbohrt ist, der überlebt das. So, Rätsel. Das Bild eines bekannten Freundes ist durcheinander geraten. Dreh die Quadrate so, dass das Bild wiederhergestellt wird. Lass dich von den Farben nicht verwirren. Einen Freund? Haben wir hier Freunde? Ja, der Affe. Affe! Wieso sollte ich mich nicht verwirren lassen? Ah, oh, wie gemein, wie gemein. Okay, okay, ich weiß wieso. Also gelb scheint hier normal zu sein. Das hier scheint normal zu sein. Das stimmt schon mal. Ach so. Ach so, es ist immer eine Farbe. Dann hier könnte es blau sein. Ja. Da, schaut euch mal grün an. Ah, eben blau ist es hier. Alter, wie eklig. Blau. Sieht aus wie ein Drache oder so. Welche Farbe ist es hier? Grün. Na gut, dann erlösen wir den Affen. So, jetzt sieht das süß aus. Ein Ring. Was brauchen wir? Einen Ring? Ah, Türklopfen, das kann auch sein. Gut, da ist ein Schwert. Ah, ein weiterer Schwertgriff. Brauchen wir wahrscheinlich noch einen. Was? Verzeihen. Verzeihen? Verzeihen schreibt man anders. Einer der Buchstaben fehlt. Verzeihen. Karneval. Oder gibt es mit dem Buchstaben Karneval? Ist es möglich? K, dann fällt das R, Nival. Ja, das geht auf. Gut. Gut, gut. So wie der Leine. Ah ja. Nein, das ist doch nicht zu spät. Die Maske nehmen wir gerne hier. Und sonst.
scheint hier nichts zu haben.